Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Bomben auf Ballisten anzunehmen bei Feldkommandant Ignax in der Savalek-Höhle an dieser Stelle. Vorquest war Bericht Schlachtfeldruinen. Quest ist angenommen. Und wir müssen Wachen schlechter Ballisten zerstören. Alles klar. Hier ist auch schon eine. Wir müssen schauen, dass wir günstig landen. Damit wir nicht allzu viele Mobs pullen, die wir nicht benötigen. Die Mobs sind auch nicht Elite. Sollte also ziemlich leicht gehen. Ich habe leichte Lags, weil ich mich hier auf dem BTR befinde. Also nicht wundern. Und ich glaube, der Berserker... Achso, ne, der ist dort unten. Ich dachte schon, hier der ist hinter der Balliste. Und ihr seht, ihr müsst nicht ganz nah zur Balliste laufen. Ihr könnt ein bisschen auf Abstand sie benutzen. Oh, diese Eier. Hier war auch die Map. Hier habe ich die erste Balliste gemacht. Und ab jetzt mache ich sie nicht mehr auf bei den nächsten Ballisten. Einfach Video anschauen, Weg verfolgen. Ich glaube, ich fange von da an. So. Wieder geschaut, dass ich günstig lande. Muss ich den Mob bekämpfen? Den muss man gar nicht bekämpfen, wenn man hier landet. Ich hoffe, das bleibt auf dem Live-Server auch so. Oh, aber die Explosion stoßt einem zurück. Aufgepasst. Da ist auch schon die nächste Balliste. Vorsicht vor der Explosion. Und da unten ist noch eine. Ich glaube, da müssen wir... Spannung. Ne, hier müssen wir auch nicht kämpfen. Vielleicht hätte es sich auch bei der ersten Balliste vermeiden lassen können. Habe ich nicht speziell darauf geachtet gehabt. Quest ist dann abzugeben bei Feldkommandant Ignax in der Savalek-Höhle an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren findet ihr noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!